Hier ist ja schon wieder ein Zombie rum. Hechel. Das war bestimmt ich, der so hechelt. Nee, hier kommt noch einer rechts. Nami, willst du den mal vielleicht erledigen? Warum? Warum nicht? Willst du ihn beim Kriechen zu gucken? Der hatte doch überhaupt nichts getan. Ja, aber der... Er ist friedlich. Vielen hilft. Direkt vor unserem Zelt. So eine Sauerei. Ja, wenn ihr hier als rumballert, dann lockt ihr die auch direkt vor das Zelt. Leiche verstecken. Was natürlich nicht so toll finde, ist, dass du mit deiner Aufnahme unser Lager hier preisgibst. Die Aufnahme, bis die kommt, haben wir das Lager hier nicht mehr. Stimmt. Wer hat denn hier was hingeschmissen? Ich. Hast du was gegen Vermüllung unserer Umwelt, oder? Ja. Okay. Du hast gleich einen grünen Engel auf den Arsch. Gut. Upsala. So, wollt ihr hier übers freie Feld laufen oder links bei den Büschen lang? Ist es egal. Wenn ihr übers freie Feld läuft, dann würde ich euch erstmal decken, wenn ihr da lang läuft. Ich würde der lieber. Ist hier schon rumgeballert. Ich hab das gemacht. Ich würde lieber hier hinten herlaufen. Da sind viel mehr Büsche, wo man sich schützen kann. Ich hab doch gerade gefragt, ob du bei den Büschen lang laufen willst oder bei dem freien Feld. Bei den Büschen. Okay. Der Gutgeld schützt uns. Mit seiner DMR. Das wird jetzt spaßig werden. Ich bin gespannt. Wäre natürlich ganz gut, wenn ihr bis Dari erstmal nicht rumschießt. Sonst wissen die ja schon vorher, dass wir kommen. Ja, wir gehen jetzt hier rüber. Siehst du vor uns die Baumgruppe da vorne? Ihr lauft ja neben den Büschen lang. Dann lauft doch durch die Büsche. Ja, wir waren ja jetzt, haben wir ja gewechselt. So, diese Baumgruppe da vorne, dahinter liegen, darunter liegen die Dings, die Zelte. Entweder wir gehen jetzt hier rüber und decken uns noch ein bisschen mit den Büschen. Weil es braucht nur da oben einer drinnen zu sein und hier rüber zu gucken. Ob man nicht so ganz nah zusammen geht. Gut. Der Surfer läuft jetzt auch schon wieder fast 2 Stunden. Ach, schon fast 3 Stunden wieder. Das bedeutet also, die kurz nach 6 gleich gespawnt sind oder sowas, die können auch schon inzwischen bis hier oben hin. Das ist ja geil hier. Was? Die Wische? Ja, das ist so richtig hier so irgendwie. Ich würde fast sagen, wie bei uns daheim. So, jetzt müssen wir gleich leise machen. Ja, als eben der Heli gelandet ist, hat sich genauso angehört wie der Heli hier im Spiel. Da fand ich ein bisschen echt verwundert, dass er direkt neben mir gelandet ist. Wo ist denn der Unfall passiert? Zwischen Easter und Ölshausen da, die Umgebungsstraße. Oh. Tami, guck dich erstmal ein bisschen um, ob hier oben im Wald einer ist. Du bist ja ziemlich gut getarnt, also. Warte, bis ich da bin, ne? Naja, wir ballern noch nicht rum. Bin ein bisschen langsamer mit der dicken Bumme hier. Ich hier gucke. Wo seid ihr denn gerade? Ja, hier, oberhalb halt, ne? Ja, ich bin bei dir. Da liegen ja so viele tote Zombies. Das könnte allerdings auch. Also, da liegen ja immer ein paar tote Soldaten rum. Mhm. Wäre ja echt. Wo ist denn Tami hin? Keine Ahnung, der sagt auch gerade nichts.
sitz am Hügel und guck erstmal. Ach so, das ist gut. Der kommt bestimmt gleich in den Rücken, der Kleine. Wäre ganz gut, wenn einer mal ein Dings abchecken könnte, den Supermarkt, wenn den einer sieht. Muss ich weiter mal rechts. Hat den Wald abgecheckt, ob hier wer drin ist? Irgendwo? Hier ist keiner. Da kriegt okay. Zombie. Wo ist Alf? Ich bin mehr links. Aber ich komme jetzt auch rechts rüber. Ich sehe euch beiden. Und hier müsste man bald den Supermarkt sehen können. Die Ausgangsposition ist ja, hier ja auch schon. Nicht gerade. Ich denke, ich gucke mal hinten, wo wir immer, wenn wir von Süden kommen, wo wir immer hergehen würden. Da gucke ich gerade mal. Und checke das ab. Die Straße nach Vibor. Nee, Novi Sobor heißt das ja, nicht Vibor. Vibor ist ja die andere Richtung. Wo der Tami und ich ein Erlebnis hatten. Ja, es kann auch immer mal hier über uns noch einer sein, ne, im Wald, also vorsichtig. Wie guck mal Richtung Stadt. Ich bin mit Tami. Ich bin ja mit Tami hier weiter nach rechts unterwegs mit dem Supermarkt. So, ich gehe jetzt hier oben mal ein bisschen lang vorsichtig, gebückt. Im Supermarkt sehe ich aber keinen. Aber es gehen Zombies über die... Gut, das machen sie ja auch immer wieder mal, ne? Über die? Ja, da über das Feld da, wo die Zelte da aufgebaut sind, die Militärzelte. Aber die sind ganz schön aktiv, finde ich. Ich finde, die sind ein bisschen zu aktiv. Mir noch nicht, dieser Standpunkt gefällt mir nicht. Auch ein Wildschwein direkt neben mir. Wollt ihr erst durch den Supermarkt oder wollt ihr erst ins Helden? Ja, ja, ich denke erst in den Supermarkt, ne? Ja, brauchen wir irgendwas aus dem Supermarkt? Oder wollte Alf irgendwas anderes sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass... Ihr seid noch weiter links, ne? Ich bin weiter links, obwohl ich eigentlich jetzt oberhalb der Autos bin. Ja, ich bin schon gegenüber vom Supermarkt. Ach so, dann komme ich mal dahin. Der Goodget, der wird mit seiner DMR uns Deckung geben. Ja. Bist schon praktisch oberhalb vom Supermarkt. Ach, da. Du siehst mich, oder? Oder meinst du Tami? Ich hab einen Tami gesehen. Da oben liegst du, ja, das sehe ich, ja, ja. Dass ich hier liege? Ja. Wo bist du denn? Da, ihn sieht man mit dem Chili-Anzug ja, nicht so eigentlich gut. Ganz cool, das Ding. Ich bleib einfach manchmal irgendwo sitzen und dann kann ich in Ruhe gucken, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Aber hier und du siehst mich, oder was, wo ich rumliege? Ja. Echt? Ja, das ist die Frage, gehen wir weiter runter, oder? Also ich würde gerne mal ein bisschen umgedeckt... Ach, da bist du. Was ja, so? Das ist natürlich schlecht, wenn ich gesehen werde. Er muss dann näher an so einen Baum gehen, dass er im Schatten liegt, dann ist es nicht so schlimm. Das ist ja so leicht werden. Wo will er jetzt hin? Ja, ich will erstmal so weit wie möglich runterkommen, ohne dass mich jemand sieht, weißt du? Ja, dann krabbel doch. Dazu bin ich auch zu faul. Ja, weil du so langsam, aber sicher kommst du im Bereich. Ah. Ja, siehst du, ich hab's dir gesagt. Ja, du hast recht. Na gut, ich laufe jetzt runter in den Supermarkt und... Oder ich nehme erstmal das Haus hier mit, das rote. Ja, können wir machen. Das ist links vom Supermarkt. Ja. Ah, da laufen gerade so ein bisschen. Da müsst ihr auch sein. Ach, Alf. Ja, was denn? Was soll ich denn machen? Drei ja. Zombies. Einfach vorsichtig da langlaufen. Ich bin jetzt im Supermarkt, keiner hat mich gesehen.
bin nicht gelaufen. Ich war noch in dem roten Haus. Ich habe einfach da lang geschlichen. Du bist durchgelaufen durch das Haus. Ich hab dich Nein, ich habe da gewartet. Und dann bin ich... Habe ich mich geduckt und dann bin ich da rausgegangen. Und dann gegangen, nicht gelaufen. Hier ist ein Revolver, falls ihr einen braucht. Nee, 1911er Munition könnte ich gebrauchen. Ich komme gerade rein. Das ist ein Verbandszeug. Ich weiß nicht, brauchst du noch eins? Nee, ich hab, glaube ich, davon habe ich jetzt genug. Es wäre ganz gut, wenn wir hier was essen. Als Rauchgranate schmeiße ich jetzt erstmal weg. Coke reinziehen. Liegt da noch irgendwo eine Coke? Ja, hier ist auch weiter an den Scheiben liegt auch noch eine. Ich hab die da liegen lassen, dann muss er auch was haben. Ah ja, die Munition hier bei dem, von dem Revolver, die kann ich umwandeln für meine. Darauf. Immer nur so ein Scheiß. Eine Coke habe ich aber jetzt. Da liegt eine, aber das ist dann eine leere Coke, ne? Ja. Und ich vorne gesehen. So, das waren Dosen zum Essen. Na, scheiße. Streichhölzer? Brauchen wir noch andere Streichhölzer? Ich hab. Ja. Was? Ja, gut. Ich nicht. Hier geht nichts mehr. Sollen wir wieder abzischen oder was? Ja, hier scheint nichts mehr. Also doch zu den Zelten, ne? Ja, warte mal, vielleicht finden wir hier wo, hier müsste auch ein Brunnen sein, ne? Ja. Gegenüber war doch da irgendwas, ne? Ja. Ich kann nicht sagen, wo der war. Ja, der ist gegenüber. Könnte ich jetzt so schön wegbratzen da unten. Ah, ein Traum. Sag nur, du siehst mich. Da sehe ich dich. Seht ihr mich auch noch von da unten? Da seh ich gerade nicht. Ich bin ja am Hügel, am Berg. Da ist auch ein Zombie bei euch. Ja, ja, ich weiß. Grün Shirt. Mhm. Wer schießt da? Ich bin, hab mich bewegt. Ich hab nicht geschossen. Hier hat einer gerade geschossen, wie wild. Wie wild? Ich hab gerade auch irgendwas mehrmals gehört. Mehrmals geschossen. Irgendwo, lass es erstmal wieder nach oben gehen und erstmal gucken, ob der hier reinläuft. Oder geht in den Supermarkt, da kann ich euch decken von hier oben. Ja, los, dann komm. Euch beide sehe ich. Der Typ war irgendwo links, glaube ich. Also jetzt von mir aus gesehen rechts. Von dir aus gesehen rechts? Ja, ich meine, da kamen die Geräusche her. Oh, das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir hier den Hintereingang von dem Supermarkt müssen wir decken. Du läufst gerade vor die Mauer, kann das sein, Tami? Du läufst vor den Zaun. Ich bin schon längst im Dings, im Supermarkt. Hast du vielleicht ein Disconnect oder so? Also ich habe einen. Auf jeden Fall läufst du bei mir noch vor die Mauer. Ein Zaun da außen. Das ist Alf. Nee, ich bin hinten. Alf läuft ich bin auch. Im Supermarkt, bin ich. Ich bin hinten im hintersten Raum. Da bin ich auch. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Nee, aber du warst auch plötzlich da. Also, ja, jetzt bist du gerade weg. Wie gesagt, ich habe eben auch irgendwas gehört, aber das waren keine Schüsse. Hergelaufen. Ich hab nur Krach gehört. Ja, irgendwas habe ich auch gehört, aber. Ja. Aber scheinbar, irgendwo ist was los. Es sind jetzt dauernd welche am Sterben. Aber das kann natürlich Elektro oder so sein. Das war zweimal derselbe. Schon ein anderer. Zombie. Ja, ich sehe es. Also ich versuche, so spät wie möglich zu schießen. Noch tut er uns nichts. Kann ich doch jetzt einfach mal einen in den Kopf drücken, ne? Du könntest ihn ja mal umschießen. Vielleicht lockt er ja wieder an, wenn er umlösen kann. Los, komm. Hä? Ja, du hast aber nicht getroffen. Du hast in die Wand geschossen. Geht denn nicht kaputt? Oh, das wird dauern. Komm schon, geht tot. Oh, ist schon wieder tot. Kopfschuss ist am besten. Ja, ich habe jetzt einen Arschschuss gemacht. Was wollte ich Ihnen sagen? Ist denn draußen viel jetzt an Zombie-Bewegung? Ja, nicht so. Gut, dann würde ich sagen,
Ich will dem Tommy nichts Böses sprechen, aber vielleicht hat er sich ja auch geirrt. Man weiß es nicht. Ja, natürlich. Ich habe doch selber was gehört. Ich habe nur Krach gehört. Ich kann es nicht sagen. Ich habe doch selber was gehört. Oh, da ist wieder. Ja gut, der, ich bin eigentlich auch ein Ungeduldiger. Deswegen ist es auch nicht gut, wenn der auf mich hört. Also ich sehe schon kommen, wenn wir jetzt rausrennen, dann kommt einer um die Ecke. Also. Ja, was hast du denn jetzt vor? Ich wollte jetzt drüber zum Zelten. Aber wir können auch noch einen Augenblick hier verharren. Ach, scheiße. Vorne kommt gerade wieder ein Zombie rein. Ja. Willst du den abnippeln oder sollen wir den abnippeln? Ich schieße jetzt hier nicht rum. Du weißt ja jeder, dass hier wieder ein Sniper rumliegt. Gut. Boom. Ja, Kopfschuss ist immer das Beste. Ich brauche auf jeden Fall noch Munition für die 1911er. Die ist noch recht leise, deswegen ist das ganz gut, dass ich das mit der mache. Tommy, ich könnte mal versuchen zu den Zelten rüber. Kann ich mir auch eine bessere Deckung suchen, weil hier oben liege ich ein bisschen doof. Okay, alles klar. Bin ich schon raus? Ja, aber Tommy, bei hinter dir ist einer her. Ach, scheiße. Zombie, ja. Geht durchs Zombie rote Haus. Grade. Tommy läuft am Haus vorbei. Wo willst du hin? Zombie loswerden. Zu den Zelten. Ja. Markus, wo bist du? Ich bin in dem roten Haus, welches auf der einen Seite ein Zimmer hat und auf der anderen Seite ein Zimmer hat. Ja, Tommy ist bei den Zelten. Ja, ich werde auch gleich dahin gehen. Bloß ich wollte jetzt nicht anders loslaufen, weil er hatte die ja auf sich genommen. Tapfer, Recke. Das ist